schlafen jetzt. Also, worum geht's? Ich sagte dir, dass der Mönch das Kind zu einer nahegelegenen Zelle mitgenommen hat. Das stimmt auch. Aber es wäre ein großer Fehler, den Kleinen von dort zurückzuholen. Was? Wieso? Weil du es warst, der ihn ausgesetzt hat. Das gilt als Mord. Dann muss ich ihn stehlen. Ich bin sein Vater. Ich muss ihn zurückholen. Es ist meine Pflicht. Und was dann? Du hast keine Arbeit. Du verdienst kein Geld. Ein Baby braucht viel Fürsorge. Mehr als Martha und Alfred jetzt. Wie willst du es ernähren? Aber was soll ich dann tun? Leben wie ihr? Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Ich bin Steinmetz. Ich bin eher in einer Burg zu Hause als hier. Überlass das Kind den Mönchen. Sie werden sich darum kümmern. Und du musst das Kind nicht herumtragen, wenn du Arbeit suchst. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, kommst du zurück und holst es. Ich weiß nicht. Seit Agnes tot ist, weiß ich überhaupt nichts mehr. Du bist ein guter Mensch, Tom Bilder. Du bist sanftmütig und stark. Du wirst das Richtige tun. Du musst es auch nicht alleine durchstehen. Jack und ich werden diesen Ort bald verlassen müssen. Es steht ein harter Winter bevor. Und wenn wir bleiben würden, könnte es uns vielleicht das Leben kosten. Wir könnten uns zusammenschließen. Ich weiß nicht. Ich habe mit meinen eigenen Kindern schon alle Hände voll zu tun. Ich könnte dir dabei helfen, dich um sie zu kümmern. Unter der Voraussetzung, dass du meinem Sohn beibringst, wie man in der Menschenwelt zurechtkommt. Wir mögen noch Fremde sein, aber gemeinsam haben wir eine bessere Chance zu überleben. Lass uns zusammengehen und uns gegenseitig stützen, wo immer wir können. Vielleicht keine schlechte Idee. Und ich habe schon, so eine Ahnung. Kann es sein, dass das Kind Philipp ist? Ich glaube nicht, der ist ein bisschen zu alt dafür, glaube ich, aber wenn das vorher stattfindet. Ich weiß ja nicht. Jene Nacht träumte ich von einer merkwürdigen Welt. Es gab kleine Burgen, tote Rehe und einen Riesen namens Tom. In dem Traum war ich glücklich. Ich hielt die Hand meiner Mutter und lauschte den mysteriösen Lehren des merkwürdigen Riesen. Du hast ein Reh erlegt und erfolgreich geräuchert. Du bist Tom Bilders Familie begegnet. Du warst freundlich. Du hast Martha zuerst Suppe gegeben. Alfred mag dich nicht besonders. Du freust dich darauf, den Wald endlich zu verlassen. Du hast Informationen über Jack und Annans Leben als Outlaws gefunden. Achso, ich war freundlich, aber ich wollte böse sein. Ich wollte, Martha habe ich natürlich was gegeben bei dem alten, sagt der uns hier, Alter, sag mal, nicht der Bauernjunge, mit dem Jungen, der uns hier geschlagen hat, getreten hat, geboxt hat, der uns hasst. Ja, okay, das war ein relativ kürzeres Kapitel, das war etwas kürzer. Machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel, würde ich doch sagen. Kapitel 3, wie es ausschaut. Kapitel 3. Die Verschwörung. Palast von Bischof. Das Name ich nicht mehr lesen konnte. Valeran. Ja. Ich habe es gerade auf dem Kontrollbildschirm noch mit ein bisschen Zeitverzögerung gelesen. Bischof Valeran. Ja, hier oben haben wir es nochmal stehen. Palast des Bischofs. Mein Bruder ist manchmal so störrisch wie du. Aber ich vertraue ihm. Der Bischof muss diesen Brief sehen. Auf jeden Fall. Ich will helfen. Ich muss bleiben. Na dann. Wer bin ich, dass ich in der Nacht zum Bischof schleiche? Wie ein Dieb. Wenn ich Gott gegenübertreten kann, warum sollte ich dann vor meinem Bischof Angst haben? Das stimmt.
treten wir ein. Warum muss ich nur so unsicher sein? Ich vertraue Francis. Er kennt sich mit diesen Dingen aus. Ja, los. Wie kann ich euch helfen? Ich muss den Bischof sprechen. Wen darf ich dem Herrn Bischof ankündigen? Ich bin der Prior von St. John in the Forest. Und was soll ich Bischof Walleran als den Grund eures Besuchs nennen? Der Herr Bischof besteht darauf, dass ich diese Frage an Besucher richte. Okay. Ich weiß ja nicht. Ich fürchte, das kann ich nur dem Bischof selbst sagen. Der Herr Bischof möchte im Voraus Bescheid wissen. In diesem Fall werden wir eine Ausnahme machen müssen. Bitte wartet hier. Es geht um Krieg und Verrat und... Ich weiß ja nicht. Wenn ich Gott gegenübertreten kann, warum sollte ich dann vor meinem Bischof Angst haben? Stellung in Flamme. Ich sollte mein Pony füttern. Nehme ich mir einfach etwas Heu? Mein Pony muss fressen. Nicht, wenn er erwischt beim Heuklauen. Wird bestimmt nicht so falsch sein. Du hast immer noch Hunger, was? Es muss doch erstmal reichen. Hallo? Ja? Der Herr Bischof empfängt euch jetzt. Sehr schön. Der Bischof. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Bitte, setzt euch. Vielen Dank, ehrwürdiger Herr. Bitte, nennt mich Walleran. Timothy berichtete mir... Ihr seid der Prior von... St. John in the Forest, ehrwürdiger Herr. Dann seid ihr wohl Philip von Gwynedd. Ich bin überrascht, dass ihr meinen Namen kennt. Als Bischof bin ich ex officio Abt von Kingsbridge. Daher muss ich davon wissen. Nun, Gott hat uns in St. John gesegnet. Ich wünschte, von der Priorei Kingsbridge könnte man das Gleiche sagen. Sagt mir, Prior Philip, was bringt euch zu so einer späten Stunde hierher? Timothy sagte, ihr wolltet es nur mir erzählen. Ja, es ist nämlich... Graf Bartholomäus von Shiring... Kennt ihr ihn gut? Als Bischof muss ich mich mit Politik befassen. Es ist immer gut, wenn die Kirche ein Wort mitredet. Bartholomäus ist ein störrischer Kerl. Er widersetzt sich all meinen Ratschlägen. Und ich bin sein Bischof. Ich habe dasselbe über den Grafen von Gloucester gehört. Woher wisst ihr davon? Steht euer Bruder Francis nicht im Dienste Graf Robert von Gloucesters?
Hat er es euch erzählt? Ja, die Wahrheit wird helfen. Verzeihung. Ja, Francis hat mir davon erzählt. Er steht in der Tat im Dienst des Grafen von Gloucester. Aber wieso bringt ihr die Politik zur Sprache? Sagt mir, Philipp, warum seid ihr hier? War es falsch von mir, zu euch zu kommen, Herr Bischof? Hätte ich den Brief besser zum Sheriff von Shiring bringen sollen? Justus ist gottlos, arrogant und korrupt, wie alle Sheriffs. Philipp, woher habt ihr diesen Brief? Nicht gefunden. Ich habe ihn unter Prior James' Dokumenten in Kingsbridge gefunden. Ich bin dort ein paar Tage zu Gast. Prior James. Möge er in Frieden ruhen. Hat er nicht befohlen, dass alle Dokumente verbrannt werden sollen? Feinde. Ihr wisst davon? Subprior Remigius hat es mal erwähnt. Ich habe die Brüder gebeten, James' Dokumente nicht zu verbrennen. Sie waren einverstanden. Ah ja. Und dort habt ihr den Brief gefunden? Ja. Timothy, lass uns allein. Und habt ihr sonst noch etwas gefunden? Nein, nur den Brief. Der Bote, der ihn bei sich trug, hatte einen Unfall und starb bei Kingsbridge. Mein Bruder Francis hörte, dass er verschwunden sei. Es war seine Idee, nach dem Brief zu suchen. Er wollte den König schützen und die Kirche, selbst wenn er sich damit gegen seinen eigenen Herrn stellt. Robert von Gloucester. Verstehe. Im Krieg würden so viele sterben. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Und tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Wir müssen den Krieg auf jeden Fall das Buch hier verhindern. Aber dies ist nicht das Werk Gottes, sondern des Grafen Bartholomäus. Das ist doch die Aufgabe der Kirche. Euer Bruder und ihr. Für den Frieden zu kennen. Kämpfen. Ich werde mit Freunden von mir reden. Beten wir dafür, dass wir Graf Bartholomäus' Pläne vereiteln können, bevor es zu spät ist. Ihr habt eine mutige Tat für die Kirche vollbracht, Bruder Philipp. Eine wirklich mutige Tat. Ihr solltet jetzt nach Kingsbridge zurückgehen. Und kein Wort davon zum Sheriff, ja? Ich breche sofort auf. Auf keinen Fall. Kein Wort davon zu irgendwem. Verstanden. Ja, mal schauen, ob er seine Sache nachkommen wird. Ich weiß ja nicht. Ich habe schon etwas Heu genommen. Den Rest lasse ich besser hier. Ich sollte mich auf den Weg machen. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Wir sollten aufbrechen. Das Pony haben wir schon gefüttert. Aber gut. Ich sollte sie füttern, bevor wir uns auf den Weg machen. Und wo kriegen wir Futter her? Ja, aber ich werde nicht zu Fuß gehen. Der Bischof könnte mich sehen. Ich bleibe besser auf dem Weg.
es dafür Ärger gibt. Ich habe schon etwas heute. Den Rest lang. Okay, also nicht. Der Bischof könnte mich sehen. Fässer mit Äpfeln. Wenn wir jetzt zum Apfeldieb oder was? Ich hoffe, es wird nicht entdeckt. Mein Pony muss bald fressen. Sollte ich welche nehmen? Ich nehme mir nur ein paar. Ich denke, das wird doch recht sein. Das ist doch hier. Mein Pony muss fressen. Da, das magst du, oder? Zeit aufzubrechen. Und los geht's. Die Höhle. Ah, zurück in dem Teil der Geschichte. Hast du genug Proviant eingepackt? Es wird eine Weile dauern, bis es wieder irgendwo geräuchertes Wild gibt. Ja, ja, ich habe genug genommen. Hat jemand Martha gesehen? Die ist pissen gegangen. Ich such sie. Bin gleich wieder zurück. Gutes Stichwort. Metz, stimmt's? Mhm. Was hast du bisher gebaut? Jack würde sicher gern etwas über deine Arbeit hören. Gutes Stichwort. Ich mache eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Noch nicht viel gebaut. Das muss anstrengend sein. Ja. Okay. Und wie kommst du so zurecht? Passt schon. Du weißt schon, dass du keine Angst vor mir zu haben brauchst? Passt nicht. Hab ich nicht. Ein paar Nüsse essen. Von unserem eigenen Erlegten. Sogar die guten fangen schon an, faulig zu schmecken. Ich geh mal nach Tom sehen. Von unserem eigenen Erlegten Tier haben wir ja nicht viel abbekommen. Hallo Martha. Martha. Tom sucht dich. Ich will hier nicht weg. Es ist so gefährlich da draußen. Da draußen gibt es Räuber. Ich habe einen Schleuder. Vielleicht kannst du mir ja beibringen, wie man sie benutzt. Jederzeit. Gewöhnlich beschützt mich Papa. Aber er kann auch nicht immer da sein. Ich muss lernen, mich um mich selbst zu kümmern. Oh. Ich werde für dich da sein. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Du musst doch auf dich und deine Mama aufpassen. Und ich will hier bleiben, wo es sicher ist. Das ist eine gute Idee. Das hier ist Karl der Große. Er wird dich beschützen. Oh. Bin ich seine Prinzessin? Das bist du. Zusammen seid ihr mutig, schlau und gebt niemals auf. In Ordnung. Ich muss standhaft sein. Danke, Jack. Martha, wo bist du? Komm. Wir gehen auf ein großes Abenteuer. Sehr schön. Okay. Weiter geht es. Unterwegs verriet ich Martha die Namen meiner Bäume. Da war die Birke Jerusalem und die Eichen Alexandria und Byzanz. Als ich ihr Rom zeigte, lachte sie und benannte einen Apfelbaum Southampton.
Je weiter wir gingen, desto fröhlicher wurde sie und taufte alle neuen Bäume Winchester, Bath, Salisbury, während ich immer stiller wurde. Aha. Schließlich stießen wir auf eine große Straße. Dieser Weg führt nach Shiring, sagte Tom. Das war für mich der seltsamste Name von allen. Auf nach Shiring. Gegen Mittag hatten wir den Rand der Stadt erreicht. Mama gab uns ein paar getrocknete Pflaumen zu kauen, während sie mit Tom diskutierte, ob wir uns direkt in die Stadt begeben oder daran vorbei zum Palast des sogenannten Bischofs gehen sollten. Tom hoffte, Arbeit am Palast zu finden, aber Mama war nicht wohl dabei. Das sollen wir entscheiden. Zum Bischof in die Stadt. Naja. Mama schien froh zu sein, dass wir direkt in die Stadt gingen und nicht zum Palast. Diese Kirchenmänner sind alle Betrüger, sagte sie. Aber sie sind vielleicht die einzigen hier, die einen Steinmetz anheuern würden, antwortete Tom mit einem besorgten Gesichtsausdruck. Okay, ab nach Shiring. Shiring war voller Menschen, die Arbeit suchten. Mama und Tom hörten sich um, während wir uns auf dem Markt ausruhten. Alfred sah mich an, als wollte er mir eine runterhauen. Aber ich hatte nur Augen für die Gebäude mit ihren wunderbar geraden Mauern. Schließlich rief uns Mama rüber. Es hieß, der Graf von Shiring würde alle möglichen Leute einstellen. Im selben Moment hörte ich einen Mann in einer Kutte plötzlich ausrufen: Diese Stimme! Das ist sie! Die Hexe! Sie war vor 10 Jahren hier! Aber außer mir schenkte ihm keiner Beachtung. Der Dorftrottel oder was? Hier bleiben? Okay. Na dann. Und falls noch irgendwie, ach so. Burg des Grafen Bartholomäus von Shiring. Du schätzt mich vollkommen falsch ein. Ich wäre ein hervorragender Gemahl. Ich bin allerdings bereit, dir deinen Fehler zu verzeihen, wenn du nun einwilligst. Dir geht es doch nur um die Ehre deiner Familie. Ich sollte dir vermutlich von meiner Mutter erzählen. Sie war ein fröhliches Mädchen, voller Freude und Hoffnung, bis sie meinen Vater heiratete. Er war kein schlechter Mensch, aber streng und kalt. Sie hasste ihre Ehe so sehr, dass sie daran zugrunde ging. Willst du damit sagen, dass du mich nicht magst? Bei dir dreht sich wirklich alles nur um dich. Die Gefühle anderer sind dir vollkommen fremd. Du bist plump und ungehobelt und kannst noch nicht mal richtig lesen. Was hast du erwartet? Du wirst deinen Fehler schon noch einsehen. Und dann werde ich nicht mehr so gnädig sein. Dieser Trottel. Na dann. Okay. Hoffen wir mal, dass der Graf wirklich Arbeit hat. Ja, bitte. Ich bin am Verhungern. Alfred, du weißt, was zu tun ist. Halt die Augen auf, bis ich zurück bin. Und Jungs, versucht etwas netter zueinander zu sein. Könnte schwierig werden. Wonach soll Alfred die Augen aufhalten? Er soll nach Sachen gucken, die kaputt sind. Viele wissen gar nicht, dass sie ein Steinmetz brauchen, bis man sie mit der Nase drauf stößt. Papa könnte ihre Mauern flicken oder ihnen ein Haus bauen. Ein Mann kann ganz allein ein Haus bauen. Da steht Brunnen. Darf ich zugucken? Ja. Lern, was du kannst. Aber geh nicht zu weit, hörst du? Ich glaube, er ist blind. Ich will einfach nur was essen. Das ist auch nur Brunnen. Jack, pass auf. Sonst fällst du noch rein. Den könnten wir aber gut reparieren.
Okay, reden wir mal mit Martha. Hallo Jack, warst du schon mal auf einer Burg? Nein. Burgen sind sehr sicher. Räuber kommen hier nicht rein. Aha. Mama hat mir Geschichten über Burgen erzählt. Von Rittern und Prinzessinnen. Oh, welche denn? Die von Tristan und Isolde. Sie haben einen Liebestrank getrunken und mussten einander 3 Jahre lang lieben. Die kenne ich auch. Jack, glaubst du, dass es auf dieser Burg eine Prinzessin gibt? Es wäre so schön, mal eine echte Prinzessin zu sehen. Es gibt so viele Ritter hier. Ob es hier wohl auch eine Prinzessin gibt? Tja, ob wir mit ihm reden wollen, ich weiß ja nicht. Sei vorsichtig, Jack. Das Äußere eines Menschen kann täuschen. Der Ritter dort drüben zum Beispiel. Wonach sieht er aus? Er sieht vielleicht harmlos aus. Und doch ist sein Handwerk der Krieg. Nur weil wir nicht mehr im Wald sind, heißt das nicht, dass es hier keine Wölfe gibt. In der Sonne eine Schnecke. Sie zeichnet die Lösung zu einem Rätsel. Den Käfer. Na gut, reden wir mit ihm. Was willst du? Verschwinde. Wenden. Wir können den Brunnen hier, das ist den Brunnen zeigen. Der offensichtlich blind ist. Hat es ihr auch noch erlaubt? Was für ein Skandal! Aber William Hamley ist ja auch ein Trottel. Ich würde ihn auch nicht heiraten. Sie ist so ein nettes Mädchen. Sie hat wirklich Besseres verdient. Pah, die ist doch genauso arrogant wie ihr Vater. Quatsch! Das ist die Stärke der Adligen. Die müssen so sein, sonst respektiert die doch keiner. Genau, die macht das schon. Ihr Hallo, mein Name ist Jack. Mir da mehr Sorge. Aus dem Feigling wird doch nie ein anständiger Graf. Zumindest weiß er, wie man Leute herumkommandiert. Ja, was für ein Rotzbengel. Aha. Gibt's ja nicht viel zu sehen. Ritter? Klar. Wieso? Willst du auch einer werden? Ein Ritter wie ihr? Pass auf. Stibitz uns Essen aus dem Bergfried und wir nehmen dich vielleicht in die Lehre. Sehr gut. Eine passende erste Lektion für einen Knappen. Komm schon. Bring uns was Leckeres. Der Bergfried ist direkt durch das Tor die Brücke hinauf. Du willst doch ein Ritter werden, oder? Sicherlich nicht. Okay, weiter hier. Ach, da sind wir wieder. Okay. Warum suchst du nicht Tom? Er kann dir bestimmt mehr über die Burg. Okay, wir müssen Tom suchen.
Ja, wo wollen wir ihn denn finden? Hier ist nix. Hier mein Ritter. Mit dem können wir reden. Was willst du, Junge? Willst du einfach nur rumstehen und glotzen? Na, von mir aus. Dann zeig mal, was du kannst.